Hallo Sportfreunde, ich begrüße euch aus Weimar. Heute zweiter Zyklus, Teil 19 und 20. Ja, Donnerstag habe ich dann wieder mit dem Kreuzheben begonnen. Ich habe 80% verwendet, 3x5 mit der Zwischentechnik. Ich machte das so, dass ich erstmal drei Wiederholungen konzentriert gezogen habe und danach folgte eine etwas längere Pause, so 40 Sekunden lang. Bin dann wieder an die Hantel herangetreten, konzentriert auf den Zug und dann ging das wieder von vorne los. Die letzten zwei Wiederholungen, das war der letzte Satz hier, den ich euch zeige. Und ich hatte nur den Gürtel um, der war allerdings leicht rumgebunden. Ja, ich habe dann weitergemacht mit dem halben Ziehen, 75%. Halbes Ziehen ist halt nur bis zu den Knien und dann wieder ablassen, dass die Kraftentwicklung fortschreitet. So, die Hände werden beim Kreuzheben durch die Stange und durch das Kreidezeug stark belastet. Ich verwende da immer so eine Hautcreme und Doc Morris, das Heilpflanzenöl, verwende ich für eine freie Nase. Das kann ich jedem empfehlen. Das ist sehr gut. Freitag, Trizepsaufbau, also enges Bankdrücken mit 80%. Ja, da es ja draußen nun nicht so besonders warm ist, habe ich immer so mehrere T-Shirts an und natürlich auch die Ellenbogenstulpen, damit gerade der Körper bzw. auch die Arme, hauptsächlich die Ellenbogen, warm bleiben während des Trainings. Ja, danach folgte explosives Drücken, zweimal mit Ablage und zum Schluss französisches Drücken. Heute hatte ich 45 Kilo drauf, 5 Sätze und die Pausen mache ich immer zwischen den Trainingseinheiten 2 bis 3 Minuten. Und das ist mein Abendgruß an euch alle. Bis zum nächsten Mal.